Dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst. Wochenhoroskop für die Woche vom 18. bis 24. Juli 2022. Widder. Sie dürfen sich freuen, denn Sie werden ab Freitag von der Löwesonne und ab Dienstag von Merkur unterstützt. Sie sind voller Elan und fühlen sich fast wie ein Überflieger. Selbst das, was Ihnen bisher schwerfällt, geht nun leicht von der Hand. Beflügelt werden Sie zusätzlich von Jupiter im Trigon. Da ist lange Zeit Schluss mit Pech und Pannen. Alles läuft bestens. Nur die Liebe hinkt ein wenig hinterher. Stier. Diese Woche steht Merkur ab Dienstag und ab Freitag die Sonne im Löwen und somit im Quadrat zu Ihnen. Das zerrt teilweise an Ihren Nerven und Ihrer Geduld. Gehen Sie davon aus, dass nicht alles nach Plan verläuft. Wenn Sie sich allerdings innerlich darauf einstellen, dann wird alles ein bisschen einfacher. Gute Nachrichten gibt es von der Venus. Achtung, jemand möchte unbedingt Ihr Herz erobern. Zwillinge. Diese Woche können Sie auf Merkur ab Dienstag und ab Freitag auch auf die Sonne im Löwen vertrauen, lieber Zwilling. Da leuchtet endlich wieder Optimismus aus Ihren Augen. Mit viel Mut und Schwung meistern Sie Ihren Alltag, Probleme inklusive. Und weil sich Ihr Herrscherplanet Merkur mit dem Glücksbringer Jupiter harmonisch verbindet, werden Sie in dieser Woche einen echten Volltreffer landen. Krebs. Es geht nicht nur Ihnen so, lieber Krebs. Man nimmt sich etwas ganz fest vor und verschiebt es dann doch wieder. Und irgendwann steht man vor einem Berg vor Aufgaben, die man längst hätte erledigen sollen. Jetzt ist Schluss damit. Jetzt geben Ihnen Mars und Merkur einen Energieschub, Kraft genug, um überfällige Aufgaben abzuarbeiten. Der Berg ist bald weg und Sie haben wieder freie Sicht. Löwe. Diese Woche wechselt Merkur am Dienstag und die Sonne Freitag in Ihr Zeichen. Es ist fast schon zu viel des Guten, da Sie vor lauter Übermut Zusagen und Versprechungen machen, die Sie vielleicht dann gar nicht einhalten können. Angetrieben wird diese Euphorie von Merkur und Jupiter im Trigon. Mit diesem Aspekt schaffen Sie aber auch sehr viel und das Glück ist jetzt vor allem den Fleißigen gewogen. Jungfrau. Dank Venus läuft es im privaten Bereich perfekt. Sie verstehen es glänzend, vor allem im familiären Bereich Konflikte zu bereinigen und eine versöhnliche Stimmung zu schaffen. In der Liebe bringt ein neuer Verehrer Wirbel in Singleherzen. Es könnte sich um einen romantischen Fischemann handeln. Seien Sie bereit für die Liebe. Sie zeigt sich jetzt von Ihrer schönsten Seite. Waage. Mit Merkur ab Dienstag und Jupiter stürmen Sie mit großem Elan durch die Woche. Ihr Motto: geht nicht, gibt's nicht. Zwar wird Pluto versuchen, Ihren inneren Schweinehund zu wecken und Ihnen Zweifel in den Weg zu streuen, aber diese Störmanöver stecken Sie locker weg. Sogar Saturn zeigt seine Schokoladenseite und hilft Ihnen, nach dieser Woche eine blendende Erfolgsbilanz zu ziehen. Skorpion. Eine astrologische Wettervorhersage für Sie könnte lauten: überwiegend heiter, gelegentlich ein paar kurze Schauer. Für die heiteren Tage sorgt vor allem Venus. Die Liebe bestimmt Ihr Denken und Fühlen und schenkt Ihnen Freude und Kraft. Das gilt insbesondere für Singles. Allein bleibt nur, wer es unbedingt will. Saturn im Quadrat allerdings erinnert Sie daran, dass der Alltag nicht nur aus Liebe besteht. Schütze. Da kommt der Chef ganz unerwartet auf Sie zu und unterbreitet Ihnen ein attraktives Angebot. Gut möglich auch, dass jemand Ihre Idee toll findet und Sie als Geschäftspartner will. Die Sterne, vor allem Sonne, Jupiter und Merkur führen nämlich allen vor Augen, was wirklich in Ihnen steckt. Was Sie jetzt neben all Ihrer Kompetenz brauchen, ist der Mut, die gebotenen Chancen auch zu nutzen. Steinbock. Das kann eine richtig gute Woche für Sie werden, lieber Steinbock. Vorweg auch gleich die weniger gute Nachricht: es wird Ihnen nichts geschenkt. Aber wenn Sie die Initiative ergreifen und entschlossen Ihre Ziele ansteuern, werden Sie der große Gewinner sein. Das gilt nicht nur für Ihren Job und Ihre geschäftlichen Vorhaben, das gilt auch für die Liebe. Auch hier müssen Sie jetzt den ersten Schritt tun. Wassermann. Die Sonne, Merkur und Jupiter schicken Sie gut gelaunt in die Woche. Vor allem Jupiter im Sextil zu Ihrem Zeichen weckt Ihren Optimismus. Viele nervenaufreibende Tage liegen hinter Ihnen und jetzt haben Sie das sichere Gefühl, dass Sie so bald nicht wiederkehren. Endlich können Sie Sommer, Sonne und Urlaub unbeschwert genießen. Wenn es jetzt noch Probleme gibt, dann sind Sie hausgemacht. Fische. Freuen Sie sich auf eine herrliche Sommerwoche. Venus im Trigon erhöht spürbar Ihre Herzfrequenz. Wussten Sie denn wirklich nicht, wie viele für Sie schwärmen und wie begehrt Sie sind? Plötzlich macht man Ihnen von allen Seiten schöne Augen und hinter manchem Blick verbirgt sich sogar wahre Liebe. Daraus kann eine tiefe Bindung werden. Sie müssen nur Ihr Herz öffnen und die Hand ausstrecken. Das war dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst.
Und das aktuelle Wochenhoroskop gibt es auf der Seite www.fuerteventura.news als Video und als Podcast zum nochmal anhören.